Drohnen, Smartphones, Elektroautos, smarte Fabriken und die Medizin der Zukunft. Alles, was ich euch hier bei What's On zeige, wird erst durch die Elektroindustrie ermöglicht. Ohne sie würde keine Waschmaschine funktionieren, Computer und Internet sowieso nicht. Und in den Städten würde Verkehrschaos herrschen, weil weder GPS noch Ampelphasen laufen würden. Aber wer steckt eigentlich genau dahinter? Wer stellt Mikrochips her? Wie man Elektroingenieur wird oder smarte Fabriken aufbaut, das erkläre ich euch heute bei What's On. Die Elektroindustrie hat ein Problem. Ende letzten Jahres waren fast 500.000 Arbeitsstellen zu besetzen. Fachkräftemangel nennt sich das und ist ein großer Vorteil für euch. Denn wenn ihr euch entscheidet, in die Elektroindustrie zu gehen, stehen euch alle Türen offen. Ob Ausbildung, duales Studium oder als fertiger studierter Ingenieur, die Unternehmen nehmen euch liebend gerne und suchen mittlerweile überall aktiv nach MINT-Arbeitskräften. MINT steht für die Fächer Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik. Hinzu kommt, dass in diesen Berufen überwiegend Männer zu finden sind. Nur 11% sind aktuell Frauen. Und auch das wollen die Unternehmen dringend ändern. Als Frau sind deine Chancen also umso besser. Aber was genau kann man denn alles machen, wenn man in der Elektroindustrie arbeiten will? Ein Mikrotechnologe stellt Mikrochips und andere Sensoren her. Diese können 1000-mal kleiner sein als ein menschliches Haar. Wie wichtig Mikrochips für uns sind, habe ich euch ja schon in diesem Video gezeigt. Aber kurz zusammengefasst, unser gesamtes modernes Leben würde ohne sie gar nicht funktionieren. Vor allem nicht unsere Smartphones. In der Ausbildung zum Mikrotechnologen oder zur Mikrotechnologin lernt man zum Beispiel, wie man aus einer Siliziumscheibe Chips herstellt und diese anschließend mit Chemikalien wie Gold und Chrom behandelt. Ein ruhiges Händchen sollte man aber haben. Mit einem dualen Studium zum Elektroingenieur hat man das Beste von beiden Welten. Man macht einen Bachelor oder Master an der Uni, hat aber gleichzeitig die Praxiserfahrung in einem richtigen Unternehmen. In diesem kann man schon während des Studiums an aktuellen Projekten mitarbeiten, mit der Bachelor- oder Masterarbeit die Branche weiterbringen und ein wenig Geld verdienen. In der echten Arbeitswelt entwickelst, programmierst und kontrollierst du dann Elektrogeräte und Anlagen aller Art. Vom Studieren zurück zur Ausbildung. Mit einer Ausbildung zum Elektroniker kann man direkt nach der Schule in dem Unternehmen anfangen, in dem man nach der Ausbildung auch bleiben möchte. Auch hier gibt es unzählige verschiedene Ausbildungsmöglichkeiten. Es gibt Elektroniker für Automatisierungstechnik, die daran arbeiten, Systeme für zum Beispiel smarte Fabriken zu bauen. Es gibt Elektroniker für Betriebstechnik, die dafür sorgen, dass Maschinen weiterhin funktionieren und instand gehalten werden. Und es gibt Elektroniker für Informations- und Systemtechnik, wie zum Beispiel Jonas. Mein Name ist Jonas Schmitz, ich bin 21 Jahre alt und mache eine Ausbildung zum Elektroniker für Informations- und Systemtechnik bei der Firma Continental Automotive GmbH. Das Tolle ist, dass das Aufgabenfeld sehr breit gefächert ist. Man hat viel Elektronik und auch viel Informatik. Das heißt, wenn ich an der Tastatur Befehle eingebe, verstehe ich auch genau, was intern im Computer passiert, wie das verarbeitet wird. Jonas erzählt uns auch, welche Voraussetzungen man für den Beruf mitbringen sollte. Man sollte technisches Interesse haben und auch Spaß am Programmieren. Und man sollte auch Spaß haben daran, die Zukunft vielleicht zu gestalten. Was ich jetzt entwickle, das kommt vielleicht in 1-2 Jahren auf den Markt und ist total neu und begeistert die Leute und einen selbst. Und dann kann man sogar sagen, das habe ich entwickelt, da habe ich mitgearbeitet. Aber wieso gibt es denn immer noch einen Fachkräftemangel? Schließlich machen Ausbildung und Beruf viel Spaß, sind zukunftssicher und sind, mal ganz nebenbei, auch gut bezahlt. Ich denke, da spielen viele Faktoren zusammen. Zum einen sind viele dieser Berufe erst in den letzten Jahren entstanden. Die wenigsten Eltern können programmieren und vom Arbeitsalltag in der smarten Fabrik berichten. Das sorgt wiederum dafür, dass der ganze Bereich sehr kompliziert klingt. Wenn man in der Schule in Mathe und Physik schon Probleme hatte, dann traut man sich wahrscheinlich nicht zu, Elektroingenieur zu werden, obwohl das vielleicht eher am Lehrer lag. Und all das gilt für Mädchen noch einmal mehr als für Jungs. Hier arbeiten leider noch die gesellschaftlichen Konventionen des letzten Jahrhunderts. Echte Vorbilder fehlen. Für viele junge Frauen steht ein solcher Beruf leider gar nicht erst zur Debatte. Und das ist schade, denn Frauen können genauso gut in der Elektroindustrie arbeiten und Spaß am Basteln und Programmieren haben. Vielleicht müssen wir die ganze Branche noch cooler darstellen, als den Ort, an dem die Zukunft gemacht wird. Wie ich am Anfang schon gesagt habe, Drohnen, Elektroautos und Roboter. Wenn man an der vordersten Front der Technologie arbeiten will und unser Leben der Zukunft mitgestalten möchte, dann findet man kaum eine wichtigere Industrie.
Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video eine bessere Vorstellung von der Ausbildung und der Arbeit in der Elektroindustrie geben. Wenn ihr noch mehr Fragen habt, dann schreibt sie gerne unten in die Kommentare. Ich werde jede einzelne Frage lesen und darauf antworten. Ich habe hier auch ein paar Experten zur Seite gestellt bekommen. Zögert also nicht, auch etwas konkreter zu werden. Falls ihr euch einfach weiter durchklicken wollt, um zu sehen, was es noch so alles gibt, dann schaut doch mal unten in die Videobeschreibung. Da habe ich mehrere Links zu spannenden Seiten verlinkt. In diesem Sinne, bleibt neugierig, euer Cedric.